Österreich Pastner, guten Tag. Bin ich da jetzt beim russischen Restaurant? Ja. Здравствуйте. Здравствуйте. Ja, ich habe mal eine Frage. Wir versuchen hier die ganze Zeit schon was zu kochen, aber das klappt nicht. Was kochen Sie denn? Eine Borschtsuppe. Eine Borscht kochen Sie? Ja. Und was klappt bei Ihnen nicht? Na, wir haben so gemacht, wie es die Oma gesagt hat. Wir haben die Küche gefegt, das haben wir dann in den Topf, ein Liter Wasser drauf, aber es schmeckt nicht. Dann kommen Sie zu uns. Wie macht denn ihr das? Das ist Betriebsgeheimnis. Aber ihr kehrt auch die Küche und das kommt dann in den Topf. Wie ein Märchen. Nee, das hat die Oma gesagt, dass das so gemacht wird. Dass die Oma wahrscheinlich so gemacht hat. Was ist denn so ein Scherz? Ach, das ist ein Scherz von der Oma? Ja. Boah! Wie geht denn so eine Borschtsuppe? Was kommt denn da rein? Da kommt die rote Beete rein. Und Bohnen, Kartoffeln, Kraut. Ja? Ja. Und Wodka? Wodka kommt dazu. Und wie viel Flaschen? So viel, wie Sie vertragen können. Na, wir haben jetzt eine halbe Flasche vorhin mal reingemacht, weißt du? Die Clara hat vorhin was gekostet, aber die schläft jetzt. Und der Hund, der hat auch gekostet, der albert jetzt irgendwie im Hof rum. Okay. Das ist eine schöne Suppe geworden. Ob ich mal so ein bisschen Suppe rumbringen kann? Können Sie mitbringen, also wenn Sie möchten. Kann man auch eine Borschtsuppe machen ohne Schnaps? Weil, jede andere Suppe. Weil ich wollte ja was kochen für den Kindergarten, weißt du? Mhm. Dann schlafen sie sehr gut, die Kinder. Das ist vielleicht eine gute Lösung. Ach, den Schnaps drinnen lassen? Genau, dann schlafen sie gut. Macht ihr das in den russischen Kindergärten so? Nee, die sind gleich in Wodkaflaschen kriegen sie. Mit Nuckel drauf, gleich. Nuckelflasche mit Wodka, genau. Wirklich? Ja, genau. Ein russischer Kindergarten ist so. Ich mach die Bosch... Suppe mit Schnaps. So wie ich die hier beim Radio kenne, schmeckt Ihnen das besser. Hallo.